Sie sind da, auch wenn Sie nicht da sein können. Jedes rote Sitzkissen steht für einen der bedrängten Christen weltweit, die ihren Glauben nicht frei leben können. Die Gemeinde holt sie mit dem neuen Gottesdienstformat von Missio, der Aktion Lebenszeichen, in ihre Mitte, hält ihnen einen Platz frei. Ihre Schicksale scheinen weit entfernt. Jetzt und hier, in diesem Gottesdienst, sind sie zum Greifen nah. Die Sitzkissen sollen weder den Abstand zwischen uns vergrößern, noch zwischen uns und unseren Mitchristen, die ihre Religion leben wollen, daran aber gehindert werden. Wir wollen Platz machen und Platz halten für ihre Not in unserem Gottesdienst und in unserer Mitte. Vier Christen stehen in der Aktion Lebenszeichen beispielhaft für das Schicksal Tausender weltweit. Der Ägypter Mohammed H. trat zum Christentum über. Weil er dies in seinem Pass eintragen lassen wollte, erhielt er Morddrohungen. Regina N. aus Nigeria ist Witwe. Ihr Mann fiel vor der Pfarrkirche einem Selbstmordattentat islamischer Extremisten zum Opfer. Asia B. wurde in Pakistan wegen angeblicher Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Grundlage ist das Blasphemiegesetz, das häufig missbraucht wird. In Indonesien setzt sich Theophilus B. trotz vieler Schikanen für die Religionsfreiheit ein. Intoleranz gegenüber religiösen Minderheiten ist hier an der Tagesordnung. Die Bedrängnis hat viele Gesichter und Ursachen. Das können einmal staatliche Gesetze sein, wie in Ägypten und in Pakistan, dass beispielsweise der Religionswechsel erschwert wird oder auch angebliche Gotteslästerung unter schwere Strafen gestellt wird. Es kann eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung sein, die zunehmend intolerant gegenüber religiösen Minderheiten ist, wie wir das in Indonesien finden. Und es ist manchmal regelrechter Terror, in dem die Religion missbraucht und instrumentalisiert wird, um Gewalt gegen bestimmte Gruppen auszuüben, wie wir das aus Nigeria immer wieder hören. All diese Schicksale verbindet die Furcht. Gott kann helfen, sie zu überwinden. Darum bittet die Gemeinde im Namen aller bedrängten Gläubigen weltweit. Wir bitten für alle, die bedroht und verfolgt werden, die Schmach und Diskriminierung erleiden müssen, weil sie ihren Glauben mutig leben. Du, Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Mit der Aktion Lebenszeichen rückt das internationale katholische Missionswerk Missio die Religionsfreiheit in den Blickwinkel der Öffentlichkeit. Denn das Menschenrecht ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu Frieden und Versöhnung zwischen den Religionen. Gemeinden, die sich an der Aktion beteiligen, können den Dialog fördern, auch im Gebet. Mich beeindruckt sehr, dass gerade diejenigen, die unter größtem Druck stehen, dann doch nicht zur Rache aufrufen, sondern zur Gesprächsbereitschaft, zur Toleranz. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Glaubenszeugnis, dass man eben die Gewalt, die man erfährt, nicht mit Gegengewalt beantwortet, sondern Zeichen der Versöhnung setzt. Solidarität, die sichtbar und spürbar wird. Denn die Gemeindemitglieder nehmen ein sogenanntes Lebenszeichen mit auf den Weg. Diese Stoffbänder verbinden sie mit den Menschen und ihren Schicksalen, knüpfen ein Band zwischen der Freiheit hier und den Ängsten dort. Eine Aktion, die Spuren hinterlässt. Ich kann wirklich fröhlich, frei zum Gottesdienst gehen, wann immer ich das möchte. Ich kann offen beten, kann eine Kette mit dem Kreuz tragen und das können diese Menschen nicht. Von daher habe ich nochmal auf der einen Seite gespürt, wie viel Glück ich habe und auf der anderen Seite, wie viel Leid das auch für diese Menschen ist, wie schwierig. Und deswegen habe ich mir einfach nochmal gedacht, dass ich es auch nochmal anderen in meiner eigenen Gemeinde vortragen muss, denen nochmal berichten muss und vielleicht auch die davon überzeugen können, dass wir da auch mal so einen Gottesdienst feiern, damit es denen auch was näher kommt, die ganze Situation. Wie vielseitig die Aktion Lebenszeichen in den Alltag eingebunden werden kann, zeigen zahlreiche Broschüren und Gebetstexte, auch im Internet. Wir wünschen, dass Sie und alle, die in Ihrer Lebenssituation Bedrängnis erfahren, spüren, dass Sie auch dann, wenn Sie auf einem dornenreichen Weg gehen, eben doch immer auch die Erfahrung des brennenden Dornbuschs machen dürfen. Die Erfahrung, dass Gott gerade in der Stunde der Bedrängnis seinem Volk, allen Menschen, die sich zu ihnen bekennen, nahe ist und ihnen zuruft: Fürchte dich nicht. Amen.
Denn Solidarität endet nicht nach dem Gottesdienst.